Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid, ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag, ihr habt gut geschlafen, ihr seid Trimpier, ihr seid Prego, ihr seid Bueno. Ich habe sehr, sehr gut geschlafen tatsächlich und deswegen gibt es heute auch ein Video und ein Taler Midlane Gameplay. Eigentlich hatte ich schon gar keinen Bock mehr auf dieses Game, weil die Gegner Vladimir haben und ich hasse es, gegen Vladimir zu spielen. Ja? Es gibt schon Dinge, Vladimir zu töten, ich mag ja auch Vladimir zu spielen selber, es ist so eine Hassliebe, aber ich hasse es zum Verrecken, wenn der Gegner sich immer wieder hochheilt. So. Ne? Und, ja. Aber, weil die Gegner LeBlanc in der Mitte haben, habe ich mir gedacht, ja, okay, ne, dann soll sich jemand anderes um Vladimir kümmern. Das ist nicht mein Problem. Klar, wir wohnen alle auf derselben Welt, ne, aber wenn Amerika zuerst down geht, dann sag ich, ja, also, ne, also, ja, mei, sag ich da, ja, mei. Ja, folgendes. Wir spielen Talon, Blood Moon Talon, ne, jetzt wo Blood Moon Time ist. Ich habe schon ein bisschen Talon Jungle gespielt, die meisten haben es ja gar nicht mitbekommen wahrscheinlich. Also es gibt ja so ein paar, die nur meine Videos gucken, die paar, die kommen. Ich habe on Stream gespielt, Talon Jungle ist eine Katastrophe, Leute. Also absolute Katastrophe. Ich werde vielleicht mal ein Gameplay für euch aufnehmen. Nur für euch. Aber Katastrophe. Ja. Gegen LeBlanc. Ich muss sagen, ich habe ein paar Mal gegen LeBlanc geintet jetzt mit Talon. Das Problem ist, dass sie immer schön meine Blades dodgen kann. Das mag ich überhaupt nicht. Das heißt, das haben wir gerade schon gesehen. Wir werfen die Blades, sie springt dann und bevor die Blades zurückkommen, springt sie wieder zurück. Aber ich habe dann auch gedacht, oder mir gesagt, ich inte ab und zu im Early Game. Während, ich glaube, im Late Game bin ich relativ gut gegen LeBlanc. Ab so einem gewissen Punkt. Und ich glaube, diesmal spielen wir im Early Game einfach ein bisschen defensiver. So eine Nuance, würde ich sagen. Sie ist Level 3, müssen kurz aufpassen. Eine Nuance, so eine hier. LeBlanc, kommen Sie bitte her. Oh, moi, sind, oi, 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 oi. Mogi war da. Ja, Senna, okay, ist kein Senna ADK, ist Senna Support, okay. Ne, Senna ADK, ich kann es nicht mehr sehen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht übersteuert, das kann sein. Ach so, falls irgendwas nicht passt, Leute. Windows hat sich so gedacht, ja, Tobi, hast du ein Problem damit, wenn ich ein Update mache? Ja. Also, ich hatte da ein ganz großes Problem mit, denn ich habe 10-mal eine Stunde warten gedrückt. Öfter als 10-mal, legit. Der sagt ja immer, ja, willst du jetzt machen? Und dann sage ich, nee, später. Willst du jetzt machen? Nee, später. Jetzt vielleicht? Nee, später. Jetzt vielleicht. Also, ich habe da wirklich, ungelogen, mindestens 20-mal angeklickt. Irgendwann bin ich aber kurz essen gegangen und dann hat der das in der Zeit einfach gemacht. Der hat dann gesagt, okay, du antwortest nicht, dann willst du es wohl machen. Dann ist das wohl ein stillschweigendes Ja. Pass auf, wir machen das jetzt so. Uah, okay. Eigentlich, wenn sie mich anspringen, könnte ich Q'n, aber guck dir das an. Na, wir werden versuchen, bis Level 6 ein bisschen durchzuhalten. Und später geben wir sie ihr dann. Na, da würde ich noch gerne eine W rein etablieren. Zack. Und jetzt gehen wir shoppen. Na, wir wollen hier kein Risiko eingehen. Ich glaube, mit Level 6 sind wir ganz gut dabei. Wenn wir, während sie ihre W macht, Q machen, wäre das insane. Aber ist natürlich auch nicht immer ganz einfach. So, wir gehen mal darauf. Swiftness Boots werden tatsächlich übrigens gebufft. Ich baue ja gerne Swiftness Boots. Movie Boots bin ich ja nicht so ein Fan von. Naja, das könnte also worthy sein. Da ist auch eine Nidalee. Deren Late Game, die haben... Also, ich würde deren Late Game auf Gigabad bezeichnen. Super bad im Late Game, super bad im Late Game. Eigentlich finde ich Kate auch nicht so gut im Late Game, aber Kate steht immer irgendwie 17-2 und dann one-shotet sie alles. Ja. Ja, natürlich ist Vladimir sehr, sehr stark, aber Vladimir ist halt der. Oh, oh, guck dir das an! Oh, richtig räudig, diese Kacke. Vladimir ist halt der einzige von denen. So, one and only. So, wir sind eigentlich ganz gut dabei. Guckt euch mal das an, Leute. Farmtechnisch, ich habe mehr Farm als sie, obwohl ich shoppen war. Weil ich einfach. Ich werde ab jetzt Farmlord. Ich nenne mich Farmlord. Starlord. Amazing Lord. Sie baitet, ich glaube, sie... Oder doch, sie muss back. Wenn sie jetzt nicht weggeht, dann wäre sie tatsächlich dumm. Weil jetzt gibt sie mir die Kontrolle über die Lane. Sie hat überhaupt keinen Druck mehr auf mir. Und ich könnte jetzt einfach roam gehen, tatsächlich. Zum Beispiel Botlane. Ich weiß aber nicht, ob da was geht, weil sie auch weiß, dass ich Botlane gehe. Aber wir könnten zum Beispiel Nidalee abfangen oder so. Wir könnten, ne? Die haben hier das ein Ward, aber was mich nicht sieht, sieht mich auch nicht. Also sehe ich auch... Also, ne? Problem ist, ich habe halt keine Aldi-Mate noch nicht. Wir könnten aber mal hier für die Frau gehen. Guten Tag, einmal bitte die Jordel-Karten. Tschüss. Brenn. Danke. First Blood. Ne, und wisst ihr warum? Weil LeBlanc nicht weggegangen ist. Das ist der Riesen behind. Oh, sag mal wieder, wäre ich dabei? Auf dem Meter wäre ich dabei. Slabado.
Warum ist das passiert? Weil LeBlanc nicht backging. Weil sie nicht backging. Ja, so schnell ist es laufing, Leute. Ja, weil damit es noch schneller läuft, kaufen wir uns noch ein paar Schüßkes. Ein Control Ward, just for the sake, und ein Amulett von, wem ist das? Vom großen Delrin Vigorimente. Del bei uns Italienern ist sowas wie Fun bei den Holländern, ne? Silvi van der Vaart oder Tobi super Del van der Vaart. Ne? Die Firma Del gehört auch uns. Und ja. Ich habe dezenten Hunger. Ich hoffe, ich überlebe dieses Game, Leute. Also, wenn ich Hunger kriege, ist das schlimmste, härteste Hardcounter gegen mich quasi. Und bevor ihr weint, Tobi, mach doch mal die Lichter an. Ja. Da habt ihr sie. So. Jetzt wird meine Cam ein bisschen dunkler. Wie ironisch, oder? Denn ich mache das Licht an und die Cam wird dunkler. Ist das nicht ironisch, Leute? Die Cam ist auch ganz dezent krumm. Ich hoffe, der Triggerbalken. Ja, wahrscheinlich ist es niemand aufgefallen und ab jetzt. Wow, Tobi. Es ist mir erst aufgefallen, als du es gesagt hast. Und jetzt ist mein Leben ruiniert. Das ist so wie mit diesem. Ich hasse Uhrenticken. Ich hasse es über alles. Aber manchmal hört man sie einfach nicht. So. Sie sind einfach nicht da, als ob sie kurz so in einer anderen Welt sind. So, wir müssen natürlich jetzt kurz aufpassen, weil wir keine Ultimate haben. Deswegen müssen wir ganz kurz uns beruhigen. Ja, ist unglücklich, dass wir ein bisschen was verlieren, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber wir gehen einfach wieder Bot. Wir haben Ult, wir haben Bock, wir haben Neisigkeit. Könnte sein, dass sie uns Shay hier so. Nee, okay, sie ist noch da. Da ist Zeno. Okay, die hat hier locker irgendwo gewardet. Schade. Gut, dass das so weit geht. Find ich fair. Very fair. I think it's fair. Danke. Die kommt eh zurück. Jetzt. Jetzt. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na. Slip. So, jetzt könnten wir wieder. Ich habe jetzt halt die. Guck mal, wir haben das gut gemacht, ne? Ich habe am Anfang ein bisschen defensiver gespielt, bin weggegangen, dies, das. Und jetzt hat sie gar keine Kontrolle mehr hier über den ganzen Laden. Wobei wir natürlich jetzt mal aufpassen. Jetzt mal, wenn ich weh mache, ist das ein Grund für sie zu engagieren. Und ich habe auch nicht mehr so viel Mana. Ich würde, glaube ich, gleich auch ein Back initiieren. Wie sieht das da oben aus? Machst du das? Ja. Okay, wir könnten sie natürlich auch töten, aber es ist ein bisschen anstrengend, wenn wir ehrlich sind. Wir könnten aber auch botnehmen. Wie viel haben wir? 170? 200, wir wollen genau 200 Mana haben wir. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier Watts ist, ist sehr hoch. Wir können nach Nidalee suchen, das ist Step 1. Oder die LeBlanc baiten, dass sie uns verfolgt. Oh lol, die sind super deep da unten. Guck mal, selbst wenn wir uns jetzt sehen, die ist so deep, die Caitlyn. Wie will die da wegkommen, Saramoy? Auf Saramoy-Basis. Guten Tag. Guten Tag. Tschüss. Wer hat's erfunden? Die Italiener. Riccolo. So, schön. Meine Rücke hier. Kurz platzen. Lulu, bitte nicht essen. Ich hab gesagt, nicht inten nach Saramoy. Was muss man den Leuten sagen, damit sie nicht inten? Don't int, no int, please no int, no no, sag nein zu int. Gut, Diamond ist da, also Diamond. Ich weiß ja nicht, ob das immer noch Leute wissen wollen oder nicht, aber das ist so die meistgestellte Frage, wann Diamond, wann nicht. Grundsätzlich, Diamond würde ich dann bauen, beziehungsweise ich gehe nicht dann, wann will ich Tiamat bauen, sondern wann will ich Serrated Dirk bauen. Und Dirk will ich bauen, wenn ich den Gegner töten kann. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte LeBlanc töten können. Und das ist so ein Power-Matchup so. Wer ist stärker, LeBlanc oder ich? Zum Beispiel auch gegen Zed, das ist auch so ein Power-Matchup. Wer ist stärker? Er oder ich? Ne, und so Matchups, wo ich sage, okay, hey, wir brauchen gleiche Power. Oder wo ich sage, hey, ich töte den Gegner gleich, weil der, keine Ahnung, auch Janna spielt oder Six oder sowas. Dann nehme ich dann den Dirk mit, den guten. Den guten alten Dirk. So, wir haben keine Aldi-Mate leider, aber ich hätte Bock. Und Lulu ist da, aber Lulu läuft da irgendwo durch die Walachei und ich glaube, wir können so ein bisschen. Ja. Wollte, ich, Schultergeist hat schon gesagt, Tobi, aber das ist eine gute Intel ins. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist sogar very good. So, jetzt brauchen wir Ultimate gleich mal. 10 Sekunden. Perfetto, perfetto. Kann sein, dass die LeBlanc mich noch will. Macht sie nicht. Haben wir noch irgendwas? Ich habe gleich eine Ultimate. 3, 2. Und jetzt machen wir den Ultimate-Sprung. Woohoo! Ich habe extra gewartet mit meinem. Ich hätte schon queuen können, aber ich habe extra schön. Das Beste für die Power Max Damage Combo ist. Ich nenne es die Power Max Damage Combo. Also jetzt das erste Mal. Also eigentlich schon das zweite Mal. Ist Q und im Flug Ult.
Weil dann, weil dann, ja, sofort die Blades raus und rein, so, bam, bam. Ja, schön, ich finde das heute schön. Gibt's eigentlich irgendjemanden, der genauso viel Scheiße labert wie ich? Wo er sagt, also ich sag mal so, die, die mich jetzt hier gucken, das sind ja welche, die sagen, ja, Tobi, du labst echt viel Scheiße, finde ich cool. Weil sonst würde ich mich ja nicht gucken. Aber, und wenn ich jetzt nichts hochlade, gibt's wirklich jemanden, der so retarded ist wie ich? Weiß ich nicht. Kann ich mir ja schon fast nicht vorstellen. Ich meine, es gibt viele retarded. Ich meine, es gibt verschiedene Level von retardenies. Es gibt die toxic retards, wo man denkt, boah, du bist aber ein retard. Es gibt dann die Leute, wo man denkt, wow, du bist ganz schön ein retard, Bro. Dann gibt's vielleicht noch die, was gibt's noch für Formen, die, oh my god, that's so retarded. Guten Tag, einmal bitte die Retard-Karten. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe gar keine Ult, scheiße. Ich dachte, ich hätte Ult. Mayonnaise. Ja, gut. Aber ich habe irgendwas bekommen von denen, oder habe ich nichts gekriegt? Ein Korb höchstens, scheiße. Kann sein, dass LeBlanc da drin ist, deswegen gehen wir hier rüber. Weil ich smart. Oh, die Shit, okay. Aber ich habe Ult und ich töte sie jetzt einfach. Komm schon. Ach komm, Leute. Okay, also, guck mal, mein Schultergeist hat gesagt, hey, sie ist da drin. Und ich habe sofort drauf gehört. Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass sie ja gesehen hat, dass ich, ja, sie stand ja da im Busch, hat mich gesehen und sie hat gesehen, dass ich nach links laufe und deswegen, okay, das war nicht ganz zu Ende gedacht, aber ich meine, es war okay. Ja, ich habe ziemlich viel Geld abgegeben. Wie viel? 800 Euros. Ja, schon ein bisschen. Ein bisschen ist es schon, du. Ein bisschen. So. Wie sieht das hier aus? Ja, war eine gute Ult. War eins gute Ultimate. So, ich habe noch einen Bild offen mit, boah, ich krieg langsam Hunger, Leute. Das ist wie so eine Enrage-Bar bei mir. Wenn die Leiste voll ist, beziehungsweise der Magen leer, dann ist over mit dem ganzen Leben hier. Okay, gute Combo. Very, very good. Meine einzige Sorge ist die Doplane, weil diese 3-1. Play Death Top. Flood will be a huge problem. Ich bin halt auch nicht gut im Flood töten, muss man einfach sagen. Oh lol, was ist denn hier los? Bush Party oder was? Ja, Drache ist auch weg. Ach, Zappa, Lotti. Haben wir das bessere Late Game? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, guten Tag. Guten Abend. No, ja. Und jetzt hier rüber. Guten Tag. Wow, hätte die Kette mich gekriegt, dann hätte ich auf jeden Fall ein Report-Schreiben ausgesendet. So, gehe ich jetzt da gegen LeBlanc oder gegen Dingsteile? Gegen sie. Bin ich schneller als sie? Vielleicht. No, Outsle. Das waren die fliegenden Doobie-Doo-Blade-Schreiben. Oh, eine Platte. No! Das ist so, als wenn deine Traumfrau dir sagt, sie will dich nicht. Oh, so fühle ich mich. Au. Get me out. Brody, mach jetzt keinen Fass auf. Hat er jetzt gerade mein Camp genommen? Stoppen Sie das sofort. Ah! Nein. Oh nein. Töte sie bitte. Bitte töte sie. Das ist die richtige. Das hier ist die richtige. Ich wusste sofort, dass das hier ist die richtige. Das ist die richtige. Hier ist die richtige. Ich hab's sofort gesagt, dass das die richtige ist. Okay. Was für Schwur. Mercury, Hextrink. Das ist ein Hextrinker-Game, Leute. Eigentlich bin ich kein Fan of Hextrinker, aber das hier ist ein Hextrinker-Game. Habe ich jetzt erst realisiert, aber... Also, das ist der erste Hextrinker, den ich dieses Jahr baue. Wahrscheinlich auch insgesamt über 2 Jahre. Ich baue nie Hextrinker, aber das hier... 3 Full-AP-Champs... Ja, ne, Sender macht AD. Ist ein Hextrinker-Game. So, Leute, ich bin about... Ich kann dir ein bisschen helfen, so ein bisschen schmisschen. Machen wir erstmal die da weg. Tower ist leider weg. Rip and Pepperoni. Aber der ist ja wohl 12-mal tot, oder?
Vielleicht auch 24 Mal. 600 auf meinen Nacken draufgelegt. Schön. Leute, wir wollen aber den Drake, den essen. Den Erdrake, da sehe ich mich. So, was kaufen wir jetzt? Jumus oder erst Magic Resistance? Guck mal, wenn wir jetzt gleich eine Magic Resistance schon haben, wird richtig viel. Wie wär's mit einer Spill Visage? Nee. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wir sind 9-2, Leute. Sache moi. Das ist ja schön. Das ist ja richtig, richtig schön. 9-2, das geht durch. Das geht klar. Mann, wieso habe ich so scheiße viel Cooldown auf meine Ult? Ich brauche CDR. Mal ist meine Ult auf Cooldown. Habe ich irgendwas? Ja, jetzt weiß ich auch was. Oh mein Gott. Ich habe hier diesen... Ich würde ja sagen, erinnert mich bitte dran, dass ich das ändere, aber... Ich vergesse es so oder so und irgendwie alles... Oh Mann, ich spiele ja mit Ultimate, Leute. Aber diesmal habe ich... Ich meine, dieses Moonsuit wäre jetzt nicht schlecht in dem Game, muss man sagen, aber... Es war nicht schlecht in dem Game. Ich stehe 9-2, aber ständig auch mit Ultimate 9-2. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Die Sender habe ich vorhin vielleicht auch nur mit meinem Movement Speed gecatcht. Man weiß es nicht. Man kann es appreciaten, aber... Ich habe das für Jungle geändert, weil ich dachte, im Jungle ist ein bisschen mehr Move Speed vielleicht nicht schlecht. Ja. So, wir gönnen uns jetzt erstmal entweder Caitlyn oder LeBlanc. Pass auf, ich hole mir die LeBlanc. Die kommt nämlich gleich entweder durch den Flutz. Sie geht shoppen oder hier durch den Jungle. Eins dieser drei Sachen. Es könnte sein, dass sie shoppen geht. Wahrscheinlichkeit hoch, aber... Okay. Achtung, Achtung. LeBlanc wurde gespottet. This LeBlanc spotted. Enemy spotted. Neble, Neble. War nicht ganz wie alles auskalkuliert. Mein Mathe-Kalkulator hat was anderes erzählt, aber... Das ist okay für mich. Das geht für mich. Also Vladimir könnte mir aber ein Problem schon werden. Ist Hextrinker noch an? Der ist noch ready, ne? Man könnte hier was baiten. Man könnte baiten. Hextrinker! Later! Later! So, wir gehen mal kurz Toplane farmen. Leute, Midlane Talon ist 100 mal, 1000 mal besser als Jungle Talon. Jungle Talon einfach Katastrophe. Das Problem ist einfach, dass der Jungle Clear immer noch eine Katastrophe ist. Du bist immer 1000 Level behind. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Boah, ich hab Hunger, Hilfe. Das ist wie die Hunger Games hier. Kampf ums Leben. So, wir haben gerade keine... Doch, wir haben sogar Aldi-Mater. Wir gehen mal shoppen. Das macht hier schon Sinn. Jumus ist jetzt auch nicht ready. Boah, wir können auch Heckstrinker bauen. Dings trinken. Wir machen mal erstmal Mergo. Brauche ich Mergoris? Die haben... Ich meine, Leute. Wann bringt Mergoris was? Mal kurzer Crashkurs für euch. Mergoris bringt dann was. Also, wenn ich es jetzt kaufe, upgrade, ja? Also... ich glaube, ich werde es kaufen, aber nur wegen der Magieresistenz. Ne, aber das Ding hat genauso viel Magieresistenz wie das Ding. Ja? Lasst euch nicht täuschen erstmal. Wenn da einer kommt, hier kaufen Schuhe, very good, very good, very Magieresistenz, dann lasst euch nicht trollen. Ne? Da kommt eine LeBlanc. Hat die mich nicht gesehen? Sag mal. Gib mir deinen Klon. What? Die ist ja richtig explodiert. Richtig explodiert, du. Ja, guck mal, die mache ich richtig lang. Ah, Niederlee-Jungle mit Black Cleaver. Boah, was ist das denn, ey? Boah, ich würde sofort weinen, ey. AFK gehen nicht, aber... Boah, Black Niederlee an sich ist schon ein richtiger Kack-Champ. Also, Niederlee ist AP Lee Sin, Leute. Und ihr wisst, wie ich zu Lee Sin stehe. Katastrophe. Ich glaube, ich bin der schlimmste Mensch, wenn ich Hunger habe. Ich bin noch auf dem Level, wo es okay ist, aber es ist kurz davor, Leute. Es ist wirklich kurz davor. Okay, wer ist das? Nidalee? Nidalee, Nidalee. Ja, der Vlad wird das nicht carryen können, glaube ich. Die sind doch alle am Ende. Ja, guten Tag. Einmal bitte. Einmal bitte alles, was du hast. Ach, Sarah Moy. Ja, komm. Guten Tag. Lalalalalalala. Okay, ja, ist gut. So, ich muss jetzt schnell, Leute, Lifehack. Wenn ihr Hunger habt, könnt ihr, ich möchte jetzt, eigentlich ist das ein falscher Lifehack, aber könnt ihr was trinken, auch wenn es Wasser ist. Wasser hat keine Nährstoffe und dadurch, es geht im Prinzip nur darum, dass der Magen denkt, okay, jetzt ist was im Magen drin, jetzt
Der wird wohl irgendwas gegessen haben. Er weiß ja noch nicht direkt, ob das was Gutes ist oder schlecht ist. Muss der erstmal, da muss erstmal so der TÜV vorbeikommen und sagen, ja, das ist gut, oh, nee, das kommt weg, das muss noch erneuert werden, hier noch ein paar Bremsbeläge. Aber ist natürlich nicht zu empfehlen, weil wenn der Körper Hunger hat, dann hat, heißt das ja was. Ja? Das heißt, dass der Körper Hunger hat. So, jetzt machen wir Mergoris, damit mein Heckstrinker besser wird. Der wird nämlich der ausgegradete Heckstrinker, der scaled nämlich mit Magiersatz. Ja, ne, wenn du Hunger hast, hast du Hunger. Dann sollte man was essen. Das heißt das einfach. Und deswegen, aber das Problem ist bei mir einfach, ich habe alle 20 Minuten Hunger. Stell euch das vor, wie oft das ist. Das ist 3-mal pro Stunde. 6-mal pro 2 Stunden. 12-mal pro 4 Stunden. 24-mal pro 8. Und so weiter. Das kann man quasi auf ein Jahr hochrechnen, wie oft ich Hunger habe. Das ist insane oft. So. Na, 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 Blue Buff. Ein Blue Buff, den nehme ich gern. Da kommt jetzt jemand und den töte ich von... Ah, nein, nein, wir haben noch ein Bild. Sie ist 07, aber... Geschenkte Katze, schaust nicht in die Tatze. Leider? Ach, er war das mit dem Wort. Wurmkreis. Wir können ja mal gucken, wie wir gegen ihn traden, aber... Ich meine, ich bin super big, aber Wladimir ist Wladimir, Leute. Merkt euch das. Ja, nee, war also, ja, nee, also, aber ich, ja, nee, also war okay. Aber Leute, ganz ehrlich, ich bin 15-3, hätte ich das nicht gemacht, dann wäre, also, ne, dann wäre auch wirklich Holland in Not gewesen. Oder ist Holland in Not? Weiß ich nicht. Ich meine, die gehen als erstes unter, oder wie war das? Warum? Leute, immer wenn ich Onstream spiele, dann stehe ich so 3-3 oder 4-4, 5-5. Und wenn ich YouTube-Videos aufnehme... Das ist mein erstes Game. Das erste ist nicht irgendwie jetzt 12 Games gemacht. Dreck, 15-3. Turbo geil. Performed. Rank Game. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ich hab euch lieb. Abend, Tag, Nacht, was wann auch immer ihr es guckt. Ich weiß es ja nicht. Haut rein. Ich werde jetzt snacken, Leute. Und later. Hab euch lieb. Vergesst das nie. Vergesst das nie.